Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Platan, ich arbeite in der Kalos-Region als Pokémon-Professor. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Die Pokémon sind rätselhafte Lebewesen, man findet sie überall auf dem Globus. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft, wiederum andere in dem Meer. Blablabla, rede einfach so schnell. Die Pokémon und die Menschen helfen einander, wo es geht, und leben in Eintracht miteinander. Aber sag mal, bist du eigentlich Junge oder Mädchen? Natürlich ein Junge. Meine Haarfarbe gibt es nicht, ich bin momentan lila. Nur nehme ich halt eben den. Aha, verstehe. Und wie lautet dein Name? Uno momento. Fertig. Dom heißt du also. Ist das richtig? Ja. Ein toller Name. Domme, in wenigen Augenblicken wirst du in der Chaos-Region ankommen. Lerne dort allerlei Pokémon und Menschen kennen. Sie werden deinen Alltag sicher bereichern. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Reise. Auf geht's in die Welt der Pokémon. Das habe ich noch gelesen. Ui, Vöglein. Vöglein. Ja. Böses Vöglein, ich war gerade schön am Schlafen. Eine Wii U. Da steht eine Wii U-Konsole. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm. Dommel betrachtet sich im Spiegel. Man hat sich geschwind umgezogen. Und hiermit sage ich dann herzlich willkommen zu Pokémon Y. Nach Pokémon Alpha Saphir nehme ich jetzt Pokémon Y in Angriff. Und dann starten wir mal unser neues Abenteuer. Guten Morgen! Du hast geschlafen wie ein Stein. Hast du dich vom Umzug erholt? Es wird Zeit, dass du etwas frische Luft schnappst. Wie wäre es, wenn du unsere neuen Nachbarn begrüßen gehst? Machen wir. Oh, da ist unser Völklein, das uns einfach mal eiskalt aus dem Bett geworfen hat. Hallo. Wie geht's? Was machen wir alle vor meiner Haustür? Hallo. Ich bin Serena. Ich wohne gleich nebenan. Und ich bin Senna. Schön, dich kennenzulernen. Wir sind hier, um dir eine Nachricht zu überbringen. In der Kalos-Region gibt es einen berühmten Pokémon-Professor namens Platan. Er hat uns drei und zwei weitere Kinder für einen besonderen Auftrag auserkoren. Woher er dich kennt, obwohl du doch gerade erst nach Eskizia gezogen bist, ist uns aber ehrlich gesagt schleierhaft. Aber das finden wir schon noch heraus. Geh mir erstmal ins Nachbarstädtchen, dort bekommen wir angeblich Pokémon. Also los, den letzten beißen die Yorklef. Tja, aber so wie ich es bei Pokémon Alpha Saphir gemacht habe, werden wir uns erstmal schön in Ruhe die Stadt hier anschauen. So ist ein eigenes Pokémon wäre schon toll. Da könnte ich überall hinreisen. Okay. Und das hier ist Haus von Serena. Hallo. Oh, du bist der Junge von nebenan. Willkommen in
Ist Kizia. Ich habe eine Tochter in deinem Alter. Ihr Name ist Serena. Ich hoffe, ihr werdet euch gut verstehen. Warum ist jeder Mutter von Rivalen immer so scharf drauf, dass wir gute Freunde werden? Aber Pokémon einfach so viel auch so. Okay. Da ist ein Wanderer. Hallo. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Dank der neuesten Kommunikationstechnik können wir inzwischen jederzeit rund um den Globus nach Leuten suchen und gleichzeitig miteinander zu spielen. Danke. Jetzt einfach mal kein Namensschild. Wer wohnt hier? Hallo. Iskis ist ja schon ein schöner Fleck Erde. Aber in der Chaos-Region gibt es angeblich noch jede Menge andere sehenswerte Städte. Wenn ich groß bin, mache ich eine Reise, um sie alle zu besuchen. Da hast du was Gutes geplant. Na, sieh mal einer an. Wenn das, was du an deinen Füßen trägst, mal keine Turbotreter sind. Das erinnert mich an eine Melodie aus der Fernsehwerbung. Los, 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 ein Knopfdruck auf B und ab geht die Sause. Juhu! Wenn es soweit ist, werde auch ich meinem Sohn ein Pokémon anvertrauen. Denn wer auf Reisen geht, erfährt auch mehr über sich selbst und reift zu einem Erwachsenen heran. Oh, ein Prophet. Okay. Schöne Blumen. Ich bedanke dich, dieses Schild hier ansprechen. Hallo. Komm schon. Eskizia, von der Skizze zum Meisterwerk. Ja, okay. Dann gehen wir durch diesen Tor hier durch. Hallo. Ha, auf Reisen gehen. Tschüss, Eskizia. Route 1, Eskizia-Fahrt. Hallo. Aquarelia. Hey, Dommel, hier drüben sind wir. Dann gehen wir mal da drüben hin. Wir haben gerade von dir gesprochen und einfach mal ist die AEAF-Sperre von iPhone einfach mal darauf, dass ich das nicht lesen kann. Komm, setz dich doch. Ich guck einfach mal, ob das so stimmt. Vielleicht ist das so. Da wäre mir also doch mal. Das ist der vereinbarte Treffpunkt. Darf ich vorstellen? Das ist Dummer. Du bist das also. Senna hat uns schon viel von dir erzählt. Dummer kennt die Hälfte von uns noch gar nicht. Ich stelle ihn besser erstmal alle vor. Das hier ist Tiano. Er liebt imposante Tänze. Das ist Trovato. Ein Meisterhirn, der bei jedem Test die volle Punktzahl abräumt, aber trotzdem sehr bescheiden ist. Schön, euch alle kennenzulernen. Was haltet ihr davon, wenn wir den neuen Mitglied unserer kleineren Gruppe, unserer kleinen Gruppe, einen Spitznamen geben? Wie findet ihr zum Beispiel Lord D? Nix da, ich habe eine viel bessere Idee. Mini D passt viel besser zu ihm. Trovato, hast du auch einen Vorschlag? Was? Ich soll einem wildfremden Menschen einen Spitznamen geben? Aber gut, wenn er darauf besteht, wäre es denn mit Monsieur D? Frag mir am besten den, der später mit dem Spitznamen leben muss. Lottie klingt besser. Du willst also Lottie genannt werden? Ja. Schön, Lottie ist echt der perfekte Name für dich. Wir werden uns bestimmt gut verstehen. Also nicht dich auch einfach so. Aber jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Tierno. Zeig uns endlich die Pokémon, die unsere zukünftigen Gefährten werden sollen. Mach ich doch sofort. Trovato, Tomato und ich haben schon Pokémon. Trotzdem bin ich irgendwie neidisch auf euch drei. Ja, bitteschön. Gut, und ich habe mich auch schon für einen Starter entschieden. Ich nehme nämlich Ikamaro. Ikamaro erhalten. Möchtest du dem Pokémon, für das du dich entschieden hast, einen Spitznamen geben? Nein. In diesem Let's Play gebe ich keine Spitznamen, außer am Spice. Das mache ich erst bei Pokémon Sun und Moon wieder. Aha, du willst deinem Pokémon also keinen Spitznamen geben? Auch gut. Na schön, ich hätte gerne Foxy zum Gefährten.
Gut, wir zwei geben vielleicht ein süßes Team ab. Wer uns sieht, kriegt glatt einen Zuckerschock. Hallo, Fings. Ich bin Serena. Nett, dich kennenzulernen. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, denn ohne dich wäre ich jetzt kein Pokémon-Trainer. Aha, bevor ich es vergesse, ich habe auch noch etwas für euch. Dieses nützliche Gerät wird euch dabei helfen, euer Wissen über die Pokémon zu vertiefen. Pokédex, Pokédex, Pokédex. Der Pokédex, den ich euch gerade überreicht habe, ist ein hochmodernes Forschungsgerät. Er legt automatisch für jedes Pokémon, den ihr begegnet, einen Antrag an. Zur Information, der Pokémon-Professor erwartet, dass wir mit unseren Pokémon auf Reisen gehen und den Pokédex vervollständigen. Mit anderen Worten, der Professor hat uns eine sehr wichtige Mission anvertraut. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Mach dich mal locker, Trovato Tomato. Arbeit muss nicht immer vor dem Vergnügen kommen. Lodit, schau mal hier. Das ist ein Brief vom Professor. Er ist an deine Mutter adressiert. Was? Tom erhält Brief vom Prof. Brief vom Prof wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Professor Platan wird sich sicher freuen, dass die Übergabe glatt gegangen ist. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach neuen Pokémon für unser Team und den Pokédex. Wir wurden aus allen Kindern der Kalbsregion auserwählt, um ausgerüstet mit einem Pokémon und einem Pokédex auf Abenteuerreise zu gehen. Aber bevor es soweit ist, solltest du deiner Mutter diesen Brief überreichen. Na, machen wir das mal. Dann gehen wir jetzt mal langsam zurück. Einen Moment noch, Lotti. Was ist? Ich hätte gerne, dass du mein erster Gegner bist. Es ist soweit, Froxy, unser erster Kampf. Ein Pokémon, das so knuffig ist wie du, kann ja gar nicht verlieren. Na, wart's mal ab. Eine Herausforderung vom Pokémon-Trainer Senna. Froxy wird von Senna in den Kopf gesetzt. Ikemarol, du bist dran. Kampf. Rankenhieb. Mann, Froxy ist ja schneller als wir. Aber dafür sind wir stärker. Typvorteil. Wow. Das war jetzt sehr effektiv. Und nochmal Rankenhieb, nur weil wir es können. Aber krieg doch dein Heuler nichts. Ich bin nämlich der Prof. Das ist sehr effektiv. Froxy wurde besiegt. A level up! Oh nein, ich wollte meinen süßen Froxy eigentlich noch ein bisschen länger zu sehen. Sofort die Siegerpostur. Ha, ich hab's ja gezeigt. Ja. Wow, da ist echt was drauf, Lotti. Warte, ich halte dein Pokémon. Wow, danke. Sag deiner Mutter einen schönen Gruß von mir. Woher kennst du meine Mom? Woher kennen alle Leute meine Mom? Sogar der Professor kennt meine Mutter. Das ist komisch. Ja, so. So. Und? Was hast du mit den Nachbarskindern unternommen? Moment mal. Dieser Pokéball. Hast du etwa ein Pokémon bekommen? Glückwunsch! Dann bist du jetzt auch ein waschechter Pokémon-Trainer. Was sagst du da? Du hast einen Brief für mich? Von jemandem namens Platan? Habe ich etwa einen heimlichen Verehrer? Oh, wie aufregend. Aha, so ist das also. Oh, was für eine schöne Handschrift. Mal sehen. Er möchte mich um etwas bitten. So ist das also. Kaum sind wir hergezogen. Und dann gleich sowas. Aber gut, ich bereite gleich alles für deine Reise mit Gamaro vor, damit ich mit dem Professor umgestürzt sein kann. Please what? Hier,
Ich habe dir auch ein paar Klamotten zum Wechseln eingepackt. Ach, das kommt alles so plötzlich. Genau wie das plötzliche Endspurt eines Teilnehmers in einen Rhinhornrennen. Du hast Freunde gefunden, du hast ein Pokémon bekommen und jetzt wirst du Chaos bereisen. Ah, vergiss das ja nicht. Du weißt, wie man eine Karte liest, oder? Ja, natürlich. Oh, jetzt erklärst du uns trotzdem. Blablabla. So, auf geht's, auf Reisen. Ach, du warst das Rihorn. Er will dir eine gute Reise wünschen. Klare Sache, immer seid ihr beiden seit eurer Geburt dicke Freunde. Pass gut auf dich auf. Ich hoffe, du machst das Beste aus der Zeit. Aber darüber brauche ich mir wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Du hast schließlich ein Pokémon. Ja, aber ich sage mal, wir haben in diesem Part eine Menge erlebt. Wir haben unser Pokémon bekommen. Nämlich unseren Pflanzenstarter Gamaro. Haben einen Brief an unsere Mutter übergeben, was anscheinend wohl eine ziemlich intime Sache war. Und dann sage ich mal hier mal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Y. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergiss